Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt auch die Mathilde. Hallöchen. Und ja, wir werden jetzt auf Kacke. Da ist mein Bild dazwischen. So, jetzt aber. Ja, heute wollen wir Machtfragmente jagen. Darum habe ich mir jetzt mal so einen kleinen Screenshot oh, Sandsturm. Bei mir nicht. Beim strahlend blauen Himmel. Bei mir kommt, naja. Ja, und wir bringen diese Folge jetzt leider später raus, weil an dem Tag, an dem wir aufnehmen wollten, gab es ein Update. Ein großes Update. Ich wollte sagen, das war ein großes Update, das waren irgendwie 64 Gigabyte oder so. Ich wollte sagen, kein kleines Update, aber egal. Aber jetzt stört mich das, weil das alles hier so hell ist. Ach, hör auf mit dem. Warum hast du keinen Sandsturm und ich schon? Das weiß ich nicht. Ja, das Update ist dieses Isle of Zipta. Vielleicht habt ihr es auch schon angespielt. Wir haben auch schon geguckt, weil wir hätten echt Bock auf die neuen Inhalte und so. Das schon. Aber wir müssen auch runter. Ja, gar nicht. Nicht nach rechts. So, ja, reite mal vor. Aber so wie das aussieht, scheint man dafür tatsächlich den Server neu aufsetzen zu müssen, weil das ist eine neue Karte komplett und so. Und also zumindest, wenn man da auf diese Insel möchte. Und wir sind jetzt schon so weit und nochmal von vorne anfangen. Ja, das ist irgendwie ätzend, dass man, ich weiß nicht, vielleicht... Ich hab nur ein bisschen den Text da durchgelesen, aber da hat es nicht den Anschein gemacht, dass es jetzt von hier irgendwie nach... dass man da hinkommt. Ach, scheiß drauf, wenn wir da rein da. Müssen wir noch ein bisschen woanders hinreiten. Ja, also ich fänd's halt schön, wenn man da so irgendwie hinkommen würde. Also, ja, und das, ich meine, die Inhalte kann man ja vielleicht trotzdem nutzen, dass man sich so Baumhäuser braucht. So, ist schon geil. Ich weiß nicht, du kannst es ja nicht nutzen, brauchst du ja, musst es ja kaufen, ne? Ja, ja, klar, muss ich dann kaufen. Aber dann siehst du auch nichts von der Insel, also wenn das jetzt... Ja. Das ist das Problem an der Sache. So, bei mir ist Sandsturm vorbei und bei dir gab's keinen, ja? Kaum bringen sie ein neues Update raus, funktioniert das alte Spiel nicht mehr. Das hatten wir schon davor ein paar Mal, nur dann saß immer bei mir. Oh, da hier ist ein Drache. Oi. Oh, der sieht mich nicht. Na gut. Jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken. Oh ja, guck mal. Da sollten wir ja quasi hier links irgendwo. Hier ist auf jeden Fall der Verderbnis. Sind ja so kleine, süße Kistchen nur. Naja, so kleine, beschissene. Oh, der Drache kommt. Oh, ich bin weg. So, ich dachte, wir erlegen den jetzt. Ich reite. Ich wollte mich ja noch mal in Ruhe nach der Kiste umschauen. Ich ahne schon, wo die ist. Nämlich auf diesem Podest. Kletter ich da doch einfach mal hoch. Aber immer mit der übelst verdorben. Ey, du Arschlochkrampe! Jetzt hat mein Kollege mich hier runtergeholt. Ja, also ich weiß auch nicht, nochmal komplett von vorne anfangen. Hallo. Also auf diesem tollen Bild, was wir haben, wäre jetzt genau hier irgendwo eine Kiste. Ja, vielleicht ist ja noch weiter oben. Oder noch weiter höher. Ah, das ist ja eine Kacke. Ah, schlechter Ort zum Hochklettern. Also wegen so einer kleinen Kiste irgendwo hochklettern habe ich eigentlich gar keinen Bock. Also eins auf dieser Seite und eins auf der anderen Seite sollte ein Machtfragment sein. Ich fall gleich.
Scheiße. Dump. Ja, keine Ahnung, ey, wo das hier sein soll. Kann ich das ganze Ding hochklettern? Habe ich keine Lust zu. Also, Pona ist schon open. Ups. Jetzt falle ich runter. Ich bin außerdem auch schon fast oben. Ich habe aber hier eine Kiste gefunden. Ganz mit 19 oben. Silbermünzen. Super, aber da soll irgendwo eine kleine sein. Auf der anderen Seite auch. Ja, ich gucke hier ja gerade rum. Wenn mir ja, meine du guckst Freund rum, mal... ich gehe runter. Da ist auch der große Drache. Großer Drache? Ja. Bossdrache hier. Hui, da ist eine kleine Kiste. Und da ist nichts drin. Ernsthaft? Das ist nur Müll, nur Scheiß also, ist da drin. Also hier oben ist nichts und ich bin jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, was für Kisten der hier anzeigt, aber Machtfragment war da nicht drin. Aber jetzt wir haben ich tatsächlich schon bei den großen Drachen haben wir die letzten Male tatsächlich immer Machtfragmente gefunden. Aber vielleicht, wenn du den killst, jetzt habe ich diesen scheiß Riesendrachen hinter mir. Ach ja, das ist so optimal. Oh, jetzt hat er keinen Bock mehr, okay. Der nächste sollte hier sein. Ich komme hier nicht rüber, das ist doch. Drache? Nein, ich bin ein bisschen tief runtergeplumpst. Hä? Okay. Also doch da? Die sind auch tatsächlich wirklich klein, diese Kisten. Also man sieht die ja, wenn du da auch so nicht so leicht wie die normalen. Wenn du aber irgendwo hochkletterst, dann kannst du ja alles absuchen. Da bist du ja eine Stunde ja mit beschäftigt. Da hast du recht. Also wenn man sie das wahrscheinlich einmal gemacht hat, dann merkt man sich vielleicht, wo die waren. Aber das tönt mich ja sowas von dermaßen ab. Ja, und in der Zwischenzeit werden unsere Fische gepresst, damit wir schön Öl kriegen. Damit wir schön gestärktes Leder machen können. Und wenn wir gestärktes Leder haben, dann können wir auch bessere Rüstungen bauen. Oh. Juhu. Was ist das? Vor allem diese Bauwerke sehen jetzt nicht so unbedingt aus, als ob man da so einfach hochklettern kann. Da hast du recht. Aber bei dem hier komme ich nämlich immer gegen eine Kante.
Da komme ich ja gar nicht hoch. Oder ist es dann denn doch unten? Oh, scheiß Knochenköpfe! Meine Taktik ist jetzt gerade auch nicht die intelligenteste. Ich renne ja gerade so ein bisschen auf gut Glück durch die Gegend. Also laut der Map sind es immer in irgendwelchen hohen Bauwerken, aber ich weiß nicht, wie ich immer an diesen Vorsprünge vorbeikomme. Das ist ja mega ätzend. Also ich schätze mal, dass die immer oben an diesen Gebäudedinger sind. Hey. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Machtfragmente immer wieder neu spawnen. Also. Ja, aber wie komme ich da hoch? Bei dem bist du. Da wollte Jupsala auch gerade hin. Ja, dann geh du zu dem, dann suche ich mir einen anderen. Weil hier gegenüber ist ja eigentlich auch einer, aber da wüsste ich auch nicht, wie ich an dem Vorsprung da hochklettern soll. Hallo? Bin ich überhaupt da, wo ich hin wollte? Nee, irgendwie nicht. Oh, du hast ganz viel Zeug getroffen. Naja, ich hab die Untoten kaputt gemacht. Ich sammle doch Köpfe. Okay. Aber man kriegt ja leider auch immer viel Müll von denen. Ja genau, da wo du hin bist, das ist dann Nummer 4 und müsste das da Nummer 6 sein. Dann machen wir es erstmal nackelig zum Klettern, ne? Ja, versuch du da hochzukommen, ich suche einen anderen Punkt. Oh, noch mehr Untote, verdammt. Aber vielleicht sind ich auch tatsächlich uns. Jetzt habe ich die Machtfragmente entweder bei einem Viech gefunden oder wirklich unten. Aber ich habe auch gar nicht die Ausdauer. Du kannst ja einmal so außen rumlaufen, vielleicht findest du ja was.
Achso, da bin ich noch nicht. Ah, da könnte man vielleicht über die Ebene rankommen. Weil ich meine, wenn es kleine Kisten wären, also die auf dem Boden sind, die sind da ja schon tausendmal lang gelaufen, da hätten wir doch mal eine Schatulle sehen müssen, oder? Oder haben wir da nicht einfach drauf geachtet? Ja, teilweise waren die wirklich ganz schön am Rand versteckt. Ah ja, haben wir schon gesagt, wenn ihr schon das neue Update gespielt habt, sagt mal, wie es ist, ob sich das lohnt, der Umstieg auf die neue Insel. Genau. Also eins, was wir machen könnten, ist, wir könnten den alten Server ja bestehen lassen und mal eine Schnupperfolge dann da machen. Ja, aber schnuppern 20 Euro finde ich ganz schön. Ja, aber zumindest die Inhalte, also so was wir bauen können, müssten wir ja auch hier nutzen können. Zumindest habe ich das hier schon im Talentbaum gesehen. Okay, aber wir müssen es ja freischalten. Money, 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 money. Ja, ja. Money. Ja, also hier zu dem komme ich auch gerade nicht hoch. Ah, ich sehe eine Kiste hier auf der anderen Seite. Ist aber keine kleine Kiste, die ich sehe. Hm. Ah, das ist sogar der Turm, der markiert ist. Dann sind das keine kleinen Schatullen, die angezeigt werden, sondern die großen. Das kann sein. Bei welchem bist du gerade? Bei mir wäre es Nummer 6, die ich hin will. Okay, ich gucke mal, ob ich Nummer 15 finde. Ja, vielleicht 15, 16, 14, vielleicht sind die am Rand einfacher zu finden. Mhm. Weil man dann ja am ehesten vorbeireitet. Ja. Wenn ihr wisst, wie man in diese scheiß Vorsprünge vorbeikommt, ob das überhaupt möglich ist oder ob man einfach nur die bessere Seite finden muss, schreibt das auch mal in die Kommentare. Danke. Wobei, bei denen könnte es ja wieder gehen. Ich wüsste noch nicht, wie ich da... Müsste man da irgendwie seitlich hoch... Ein... Ah, das ist natürlich auch ein scheiß Bauwerk. Ich überlege gerade. Kann man hier bauen? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Oh, Utre, du bist im Weg. Geh zu deiner Pepper. Und dann erstmal wieder runter. Was ist das denn hier im Tor? Ich bin jetzt hier wieder bei einem genauen Punkt, wo eigentlich was sein müsste. Weil der Weg ist so weit, da komme ich doch nie und nimmer hin ohne Ausdauer von 5000. Gibt es Flugtiere, von denen ich nichts weiß? Ne, die Seite ist doof, weil die ist tiefer gelegt. Das heißt, es geht ja nur am besten von hier. Ja, vor allem gleich wird es dunkel, da wird das Klettern noch ein bisschen schwieriger. Noch geiler. Im Dunkeln klettern ist ganz großer Mist. Aua, aua, aua. Den Vorsprung muss ich erreichen. Nein, das war ganz knapp. Halten! Oh. Nee, ich glaube, da oben ist nichts. Ich kletter nicht höher. Oh, warte mal. Da scheint eine Kiste. Guck, dass die Karte, die wir haben, die zeigt nicht wirklich die Machtfragmentkisten an. Jetzt eine Nachtsichtbrille wäre geil. Aua, 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 aua.
Aua! Ja, komm, 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 komm. Nein! Mann! Er hält sich auch nicht fest! Wichser! Das war eine Leertaste kaputt! Mann! Ah, hier sind scheiß Reliquienjäger! Los, greif sie an, Utrid! Oh, 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 oh! Lauf, Mathilde! Ah, ah. Aber bei denen könnte tatsächlich was sein. Epona, wohin rennst du? Epona! Epona, bleibst du mal stehen, du Pferd? Ich glaube, mein Pferd ist verbuggt. Mein Pferd rennt vor mir davon. Na, ich guck gerade, ob wir vielleicht falsch geskillt haben, dass man vielleicht hätte was anderes spielen müssen, Beweglichkeit oder so. Na, kommt's nicht hoch? Ich bin zu tief gefallen. Ja, willkommen im Club, ich auch. Also ich glaube, Mission Machtfragmente ist ein Flop. Ah. Vor allem jetzt nackig reinlaufen und Zeug suchen, ja. Wird da jetzt... Du wurdest getötet von dir. Scheißdreck, ey. Ja, vor allem es ist dunkel. Ja. Bin ohne irgendwas losgelaufen. Ja, das mache ich jetzt auch gerade. Wahrscheinlich töten mich unterwegs die Skorpione oder so. Ah, ich guck mal beim Schlangtempel vorbei. Vielleicht gibt's da einen Dolch oder was zu essen. Unterwegs. Moment mal. Wurde einem nicht immer gezeigt, wo man gestorben wurde? Da. Ja, wurde. Oder wird. Doch immer noch. Ich hab's nur gerade nicht gezeigt. Nicht gefunden. Mann, ich bin heute aber auch irgendwie durch den Wind. Ja, ich auch. Das liegt aber daran, dass man halbnackt durch die Wüste läuft. Na. Oh, Skorpion. Ich bin nackelig, geh weg. Geht doch. Komm ich da rüber geklettert? Ups. Alter, ja. Scheißdreck, ey. Bin schon fast wieder gestorben. Oh, Heinrich. Vor allem, ich meine, hier in der Wüste geht das ja ganz gut mit dem Licht, aber in der namenlosen Stadt ist es immer so super dunkel. Ja. Die brauchen mich jetzt nur falsch angucken und ich sterbe. Ich glaube, der Mond geht gerade schon langsam unter. Ist auch richtig. Dunkel da. Ich hab kein Licht. Hä? Unsichtbare Wand? Okay, es ist ein Dekotunnel. Fuck. Hm. Toll, jetzt ist dunkel, jetzt sehe ich gar nichts. Oh, ey. Jetzt kann ich auch nicht mal rüberklettern, weil ich nichts sehe. Fuck you, ey. Oh, ich hab fiese Kerle hinter mir. Aber die Sonne geht wenigstens auf. Ey, ich bin nicht bewaffnet. Geh weg.
Auch an euch. Bin ich bewaffnet. Durchatmen. Okay, bin ich. In diese Richtung. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin nackig. Das will niemand sehen. Was? Außer mir. So, da sind die doofen Arschi-Köpfe, die mich getötet haben. Uhtred? Uhtred? Bist du Uhtred? Oh nein, du bist nicht Uhtred! Ah, nein, ich bin schon wieder tot! So gut wie. Ey, die Toten sind schon wieder gespawnt. Ich hab euch alle getötet. Sind da meine Leute? Seid ihr meine? Nein, ihr seid auch nicht meine. Ich hab euch. Doch, Uhtred! Uhtred! Folge mir, Uhtred! Folge mir, Uhtred! Helf mir! Schütze mich! Uhtred! Ah, wieso kann ich nichts machen? Meine Maus kann nicht schon wieder alle sein. Ich habe irgendwas fixiert und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, wie ich es löse. Aha! Jetzt geht es wieder. So komme ich unmöglich an meine Sachen. Uhtred, verteidige dich! Uhtred, Uhtred! Boah. So. Ich bin wieder da. Sehr schön. Ja, wollen wir jetzt weiter nach Machtfragmenten suchen oder abblasen? Was hast du für Alternativvorschläge? Keine. Das ist schlecht. Du Arschloch! Du Arschloch! Ich hasse dich! Was hast du? Uhtred ist tot! Nee, echt? Ja, echt. Wie geht das denn? Achso, ich bin satt. Verdammt. Weil er so ein scheiß named Fotzenwichser war. Bist du irgendwo an den Rand gegangen? Ja. Du bist so ein Arschloch. Ich hasse dich. Ich will dich tot sehen. Okay. Oh, jetzt hat er sich ja noch verpisst. Uhtred! Oh Mann, der war schon so gut gelevelt. Wieso kann ich seine Rüstung nicht nehmen? Oh Mann, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier auf diese scheiß Stadt, ey. Uhtred ist tot und die Rüstung, die er anhatte, ist weg, weil ich die aus irgendeinem Grund eben nicht mehr ausziehen kann. Wo bist du denn? Dann versuche ich es nochmal. Ach da, nach Norden. Versuche mal zu dir zu kommen. Vielleicht kann ich es ja nehmen. Nein, nein, steht da auch noch rum. Ups, ups. Ey, du Arschkriecher, sollst du mir folgen? Na gut, habe ich vergessen, dir Bescheid zu geben, dass du mir folgen sollst. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn jetzt auf einmal? Ne, hier war das nicht. Ach da, ich bin vorbeigelaufen. Hier, du! Ah, gut, zerkloppen wir die nochmal. Nochmal alles angelockt, was da rumläuft. Aber
Ottohü, wo bist du? Keine Lust zu reiten. Zu Fuß zu gehen, meine ich. Ist das da unten ein Typ? Den habe ich gerade erschossen. Ich nehme gerade blutige Rache. Aber der lebt. Hier sind, hier sind überall Gegner. Einer habe ich erschossen. Oh, den wollte ich töten. Oh. Da kletter ich hoch. Oh, der ist gut. Ja, der hat Utrid getötet. Ja, ich glaube, der tötet mich gleich. Ich sag's ja noch. Wir reiten weg. Hey, Stein, geh weg. Oh, er verfolgt mich. Kannst den anderen töten. Ich lock den Vogel weg. Oh, er kriegt mich ja noch. Bei Pona, so kann ich nicht zielen. Nein, hat Probleme anscheinend. Wo ist denn dein Typi? Versuche ihn erstmal wegzuordern da, nein. Wo ist denn dein Utrid? Der liegt so hinter der Ecke. Ich hab hier noch einen Typen vor mir. Wie sieht's aus, Utrid? Okay, Utrid sieht besser aus als ich. Ey, sag mal die Klinge. Achtung. Oh. Kannst du dich mal entscheiden, wo du hinlaufen willst? Rennt hinter dir her. Ups. Oh, warum ist das so scheiße mit dem Bogen? Warum kann ich jetzt nicht mehr so mit dem Pferd zielen? Oh. Oh, der war doch schon viel weiter unten. Na, weil wir außer Reichweite waren oder so. Oh, Ipona, so kann ich nicht zielen. Giftpfeile, wo sind die Giftpfeile? Ah, ich hab die schon zumindest. Nicht, dass es nein auch noch stirbt. Schießt er nur daneben. Oh,
treff den noch. Hä? Ach, rechte Maustaste gedrückt halten, okay. Ja. Kommt davon, wenn man wieder ein paar Tage nicht gespielt hat. Ja. Ah, daneben. Aber er ist gleich tot. So. Jetzt nehme ich dich auseinander für Utrecht. Ich wüsste immer noch gerne, was man mit dem Herz eines Helden anfängt. So. Aber Utrecht konntest du jetzt plündern, oder? Ich konnte nur sein Schwert nehmen. Wo liegt der denn? Also was im Inventar... Ja, follow me. Ach Mist, ich bin auch satt. Eis sehen. Bei dir ist er da, bei mir ist er hier. Und ich kann nur sein Fell nehmen, also er hat irgendwie... Ja, genau das. Also ich konnte das nehmen, was er im Inventar hatte, aber nicht das, was er trägt. Ist ja bescheiden. Ärgerlich. Ja. Jetzt brauche ich 19 Meria. Ich will nach Hause. Ich will jetzt... Ja, ich glaube auch. Ich will verkriechen und weinen. Das machen wir auch. Ich will Utrecht betrauern. Operation Machtfragment war ein Reinfall. Ein Desaster. Ja. Totales Desaster. Ich betrinke mich jetzt mit Met oder Absinth oder Hochlandwein. Ich besauf mich jetzt. Tilde findet das doof. Lass doch ein paar nette Gedanken für Utrecht da. Ja. Was hier denn? Hier waren wir schon, das ist die Baustelle. Ja, wir müssen nach links. Kannst du so ein Best of Moments Utrecht machen? Nee, da muss ich ja die ganzen Videos wieder durchgucken. Außerdem habe ich schon wieder so viele gelöscht, weil ich Platz auf der Festplatte brauchte. Diese Videos nehmen ja immer so viel Platz weg. Das ist richtig. Das ist halt... Falls unser Kanal mal geschlossen wird, wir können die Videos nicht nochmal irgendwie reproduzieren. Nein. Die sind dann wirklich weg. Yep. Weil diese... Datenmengen können wir gar nicht irgendwie ablegen. Das ist. Wenn man mal so berühmt und groß ist wie Gronkh, dann kann man sich sowas leisten: einen Datenserver. Ja. Aber. So. Was hat man nee. Nicht. Unser Datenserver ist YouTube. Ich weiß ja nicht, ob man Videos wieder runterladen kann. Ich glaube, das könnte gehen. Glaube ich, von einem eigenen Kanal. Ich habe es noch nicht gemacht oder versucht, aber warum sollte es nicht gehen? Oder ist es, wenn man... Geht schon wieder die Sonne unter oder kommt gerade ein Sandsturm? Könnte schon wieder ein Sandsturm sein. Ja, es wird ein Sandsturm werden. Und diesmal wirklich, ne? Oh ja. Für dich wirklich, für mich schon wieder, ja. Wo ist meine Maske? Ich muss ganz schnell rein. Ich muss ganz schnell rein. Ich muss ganz schnell rein. Wieso habe ich keine Maske mit? Ich hatte doch mal eine Maske. Schnell rein. Rein, 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 rein. Puh. Ich bin drin. Ich gehe jetzt saufen. Saufen im Sandsturm.
so. Was habe ich denn hier in meinem Fermentierfass? Wein, Wüstenwein, Feuerwasser, Met, helles Bier, Met, Absinth. Also Met, weil er kommt ja aus dem Norden. Ne? Und dann noch ein bisschen Absinth dazu. Siehst du dich mir an? Ja, warte. Ah, hier stehen ja gar keine Stühle. Das war ja in der alten Basis. Ja, in der neuen haben wir sowas nie aufgebaut. Doch, hier. Ach, doch, hier. Setz dich. Wir trauern. Ich nehme sogar die Maske ab. Ja, ich auch. Ja, und mit diesen Bildern verlassen wir euch. Lasst ein Like für Utrid da. Ich bin besoffen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Warte mal, ich möchte mal gucken, wenn ich jetzt aufstehe, ob ich noch gerade gehen kann. Nee, aber die Sicht ist verschwommen. Ja, die Sicht ist verschwommen, das wissen wir. Das haben wir schon am Anfang getestet. Ja. Ein Trauerspiel. Armer Utrid. Naja, hau drin. Ciao. Mach's gut. Ciao.